MotorTV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen. Der vierte Lauf Autobau Schweizer Kartmeisterschaft Lévé. Streckenlänge 1176 Meter in Frankreich, wo Marlon Beyer auf einem guten Weg ist. Ein Dauerregen am Sonntag, mehr oder weniger, war vorherrschend beim vierten Lauf zur Autobau Schweizer Kartmeisterschaft im französischen Lévé. Für den erst 14-jährigen Marlon Beyer ist es eigentlich ein Heimspiel, wohnt er doch gerade mal eine Stunde über die Grenze in der Schweiz mit seiner Familie. Die Piste hatte für ihn auch einen historischen Hintergrund, denn hier ist er als 12-jähriger Bub zum ersten Mal mit einem Leihkart gefahren und auch mit einem Rennkart hatte er sich versucht und zu guter Letzt hatte er letztes Jahr hier seinen ersten Rennsieg einfahren können. Wegen seiner Körpergröße fährt er bereits in der Kategorie X30 Challenge mit den bis zu 19-jährigen Karttalenten und bereits erfahrenen jungen Piloten als Rookie in einer Klasse. Nach einer längeren Sommerpause ging es voll motiviert zum ersten Mal wieder an die Rennstrecke. Das Team Spirit Kart Racing kam mit insgesamt 20 Fahrern und 80 Mann starker Mannschaft nach Frankreich. Dahinter stecken die ehemaligen Rennfahrergeschwister Ken und Cindy Alemann, die auch noch als Moderatoren bei der Motorshow im Fernsehen zu sehen ist. Für Marlon Beyer gab es ein komplett neues Chassis mit dem Motor. 125 Kubikzentimeter mit ca. 30 PS, was laut Reglement vorgeschrieben ist. Am Samstag bei strahlendem Wetter und hohen Temperaturen war Marlon Beyer im freien Training gut unterwegs. Am Sonntag, dem entscheidenden Tag, waren ganz andere Bedingungen anzutreffen. Regen und weitaus tieferen Temperaturen machte ein neues Setup notwendig, was aber bereits aus der Wetterprognose vom Vortag ersichtlich war. Trotzdem gelang dem jungen Österreicher im offiziellen Training am Sonntagmorgen der zweite Platz. Im Zeittraining, das wegen der hohen Teilnehmerzahl in zwei Gruppen geteilt wurde, war Marlon Beyer in seiner Gruppe Zweiter. Aber weil sich die Wetterbedingungen leicht verbessert hatten, für die zweite Gruppe und die gefahrenen Zeiten leicht verbessert wurden, war es in der Startaufstellung dennoch der vierte Platz. Was allerdings der längere Weg zur ersten Rechtskurve bedeutete. Der vierte Platz war den noch ständigen Begleitern von Marlon Beyer. Vierter in der Startaufstellung zu Rennen 1 und 2. Vierter Platz in Rennen 1 und 2. Für den Finallauf, der über 20 Runden führte und auch am meisten Punkte in der Schweizer Kartmeisterschaft bringt, war es auch der vierte Startplatz. Unter den Augen von seinem Papa Peter Beyer, CEO bei Racimpuls aus Au im Bregenzer Wald, der sich nicht nehmen ließ, nach der Sommerpause in der Formel 1 seine Videos vor Ort zu unterstützen, bevor er am Donnerstag zum nächsten Grand Prix weiterreiste, nicht ohne vorher noch in der Formel 1 Fabrik in Italien vorbeizuschauen. Natürlich war auch Mama und Managerin Isabelle aus Bregenz angereist und erwiesen sich als große Fans von ihren Enkel, Oma Monika und Opa Heinz, Tante Costanze und Cousin Santino drückten auf der Tribüne ihren Marlon die Daumen zum Finalrennen. Pünktlich zum Start des Finallaufes setzte heftiger Regen ein. 29 Teenager, vollgepumpt mit Adrenalin, starteten die Ellenbogen ausgestreckt zum Finale. Der Jüngste im Feld mit der Nummer 311, Marlon Beyer, setzte gleich in der ersten Kurve sein Kart auf den zweiten Platz. Das restliche Feld hetzte diszipliniert und fair hinterher. Viele Runden konnte Marlon Beyer den Platz verteidigen. Nachlassende Regen warfen die Strategie seines belgischen Mechanikers Brian Pedrosa über den Haufen. Er hatte den Reifendruck höher eingestellt, was sich im Nachhinein auf auftrockender Strecke bei den Regengreifen als Nachteil erwies. Marlon Beyer konnte nicht ganz mit der Spitze mithalten und kam schließlich als Fünfter ins Ziel. Was bei den Teilnehmerzahlen durchaus beachtlich ist, Marlon Beyer war aber nicht enttäuscht, denn die Umstände waren klar und der großgewachsene Schüler war froh, nach einer langen Pause wieder seiner Passion nachgehen zu können. Und vielleicht gelingt ihm ja mal mit der Schritt für das Größere. Zeit hat er ja noch dazu. In der Gesamttabelle der Autobau Schweizer Kartmeisterschaft liegt er vor dem letzten Rennen auf Platz 7. In der Serie der Vega Trophäe liegt er aktuell an zweiter Stelle. Der letztjährige Sieger der Serie startet am 8. September in Frankreich.